Hier liegt der Herd des Problems. Auf dieser Zone, rechts und links von der Hauptstrasse, sollen nebst 18 Reihen Familienhäuser und 56 Wohnungen eben auch ein Dorfplatz entstehen. Und er wehrt sich dagegen. Der Burgergemeindepräsident Fritz Nikles hat als Privatperson Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. An diesem Projekt stört uns, dass die ganze Planung hier, der Dorfplatz, viel zu klein kommt. Auf beiden Seiten der Hauptstrasse sollte den Investoren Land daran geben, dass es einen öffentlichen Platz gibt und dass man gewisse Festivitäten machen könnte, dass Vereine den mieten könnten und so weiter. Und die Mieter wären nachher unter der Woche verantwortlich, dass der Dorfplatz dann sauber bleibt. Dorfplatz ja, aber nicht hier. An der Hauptstrasse hätte es zu viel Verkehr für so einen Platz. Geplant ist aber auch, dass es hier eine 30er-Zone gibt. Das Dossier dazu ist noch beim Kanton. Manuela Kocher-Hirt, Gemeindepräsidentin von Worben, nimmt heute Morgen die Unterschriften mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich bin etwas traurig, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir eigentlich schon weit fortgeschritten sind in diesem Projekt. Wir haben jetzt mehrere Jahre an dem gearbeitet, also über 10 Jahre sind wir an diesem Projekt dran. Ich denke, es ist ein wichtiges Projekt für unsere Gemeinde, für unser Dorf. Es ist eine Belebung von einem Ort. Bei aller Uneinigkeit bemängelt Fritz Nikles auch die Kommunikation der Gemeinde. Dass man vielmals in der Kommission, wenn man nicht gleicher Meinung ist, gar nicht mehr eingeladen worden ist. Am Anfang waren wir etwa 10, 12 in einem Tisch, das letzte Jahr noch 4. Zwei von der Gemeindeverwaltung, die nicht zu Worben wohnen, und zwei vom Gemeinderat. Und wir sind vor etwa 2, 3 Jahren das letzte Mal eingeladen worden, Frau Leiniger, Sekretärin und ich. Das waren Haufen Sitzungen und Gespräche. Eine Zeit lang war noch die Burgergemeinde dabei, weil sie auch noch ein Teil Land hatten. Dann haben sie aber nachher verkauft am Investor, der jetzt eben auf dieser Seite weiterbaut. Und sie waren nachher wie nicht mehr Teil dieses Projekts. Die Gemeinde prüft jetzt die gesammelten Unterschriften und will anschliessend das Gespräch mit den Beteiligten suchen. Geplant ist, dass der Bau vom Dorfplatz im Herbst 2024 startet und im Sommer 2025 zum Ende kommt.